Wir sind wieder da nach ein paar anstrengenden Tagen, irgendwie so anstrengende Wochen. PS Days und dann straight nach Goodwood, England. Und ja, jetzt sind wir wieder in der Cave und ich glaube gar nicht, wie viel es zu tun gibt. Also als erstes, sorry, wie es hier aussieht. Es ist aktuell wirklich schlimm, aber wir wollen euch ja auch einfach alles zeigen, ne? Denn das ist ja die Reality. Und ja, es gibt so unfassbar viel zum Aufräumen, Boden sauber zu machen und so weiter und so fort. Da ist so viel Staub drauf, dass es jetzt gefühlt blau aussieht. Ja, die Dalaras, ich zeig euch mal, wie schlimm dreckig die sind. Guckt euch das mal an hier, ganzer Grill voll. Hier alles kommt, hier sieht man, wo das Cover war. Alles komplett dreckig, hier die Sideskirts. Brake Dust auf dem Felgen, bis zum geht nicht mehr. Hier hinten alles matschig und voll. Hier war eine Pfütze. Geilste am PPF, einfach rüberwischen, interessiert keinen. Übrigens, irgendwie ist das Ding auch hier. Dann gehen wir nochmal ein kleines Stückchen nach vorne. Dann haben wir hier nämlich den zweiten Dalara. Auch Brake Dust ohne Ende. Komplett schmuddelig, das Ding. Ach, das ist schon krass, ey. Echt ganz, ganz, ganz kritisch. Das Ding muss jetzt noch weg. Den bringt PPUV bald weg und nimmt dann den Wraith mit. Ja, ich sag's euch, sehr, sehr, sehr viel zu tun. Aber ganz, ganz wichtig, als erstes werden wir die jetzt waschen. Dann müssen wir hoffen, dass wir später unseren E63 abholen können, denn der ist jetzt foliert vom Folienservice Neuz. Da hat der liebe Flo ein bisschen gezaubert. Das Ding wird ready to go sein. Aber das war da noch nicht alles. Wir haben noch unseren AMG GTR bei Klinkerke Dachau stehen. Der muss auch abgeholt werden. Ob wir es heute schaffen, kann ich euch noch nicht sagen, denn ich muss nachher noch nach München. Ich sag's euch, echt viel zu tun. Aber gut, Luis ist auch schon da. Der ist am Editen. Willst du mal Hallo schreien? Hallo. Hallo, du bist Luis, ich bin Alex. Hi, freut mich. Ich bin jetzt auf meinem Pferd hergeritten. Finde ich gut, ja, auf deinem Pferd. Ich bin auf dem Esel gekommen. Ach, cool. Auch langsam ist er, glaube ich. Sehr langsam, ja. Willkommen in der Luis POV. Wow. Was editen Sie denn jetzt gerade? Ein Video, für heute. In dem ein komisches lila Auto ist. Ich glaube, das ist das Milka-Auto. Ja, kann sein. Das ist übrigens Wasser gefärbt. Ich bin gesund. Ich ah ja, stimmt. Das ist ja Mr. Backflip, ne? Ja. Und was ist das neben der Cola? Mein Mobiltelefon. Und ganz viele Vitamine. Ja, genau. Gut, das sind Vitamin-Drops. Okay, wir gehen jetzt alle einmal kurz Auto waschen, okay? Wir sehen uns, Luisa. Okay, viel Spaß. Viel Spaß beim Edit. Frage der Fragen, mit welchem Dalara fangen wir an? Mit dem offenen oder geschlossenen? Ich würde sagen, dem geschlossenen, denn ich bin ein bisschen faul. Und der wird einfacher zu waschen sein. Dann müssen wir auch noch den Hyundai da wegfahren, weil das die Dalara-Ecke ist. Die muss dann sauber gemacht werden, dass die beiden Autos da stehen können. Und ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, was übrigens in diesen Dalara-Boxen da ist. Weil als erstes hole ich jetzt meinen Schlüssel und dann geht's los mit dem Waschen. Das Ding darf ich natürlich auch nicht vergessen. Dazu kommt bald ein Update. Kontakt zu Prior ist da. Wir warten jetzt nur auf die finalen Schritte. Und damit das bald breit und böse und ganz, 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 ganz fiese ausschauen. Das Projekt wird fett. So, für alle, die sich fragen, wie man in so ein Ding reinkommt. Als erstes Schlüssel. Was saß ich schon mal an dem? Weiß ich gar nicht. PPOV ist in der die ganze Zeit gefahren. Also, als erstes, ganz wichtig, Bein am Step hier. Das knitscht übrigens nur so wegen dem Leder. So. Und dann rutscht man ganz einfach entspannt rein. Das geht eigentlich gut. Kaltstart. Dalara Stratale D50. So. Get ready. So, jetzt wird gewaschen, meine Lieben. Die Tür hat leider übrigens Probleme, wie man sieht. Die geht nicht immer perfekt zu, schon wieder nicht. Das heißt, da müssen wir mal, seht ihr hier, so ein Spaltmaß. Hier ist gut. Da müssen wir noch mal mit Dalara abchecken, wie man das hier gerichtet bekommt. So, machen wir so. So, das sieht gut aus. So, jetzt ist hier lockt. Auf der anderen Seite geht es leider nur da. Doof sowas. Vor allem gut, weil man merkt, dass man Kofferraum offen gelassen hat, wenn man fährt, ne? Perfekt.
Einhorn. Snowform. Übrigens neue Waschprodukte, die wir probieren. Ziemlich gut. Erster Step beim Waschen eines Kfz. Fliegenremover. Ist übrigens schön grün, das Zeug. Finde ich ganz cool. Ich mache das immer grob eigentlich relativ überall drauf. Ich sag's euch, wenn jetzt wieder jemand rumheult, wie ich wasche, lasst mich einfach in Ruhe. Denn unsere Autos sind eh komplett PPF und Ceramic coated. Ich kann machen, was ich will und am Ende ist das Auto perfekt sauber. Das ist schon echt angenehmer. Hier unten, das ist so voll. Alles voller Fliegen. Jetzt wären wir schnell gefahren. Das zieht jetzt alles schön ein auf jeden Fall. Geht's weiter. Felgenreiniger. Können wir mal kurz hier überall immer drauf achten, wenn man sowas macht. Trips vom Alex. Felge kalt, ne? Ganz, ganz wichtig, dass die Felge kalt ist. Es wird sich gleich dann schön verfärben. Das ist dann der ganze Brake Dust. Und ich benutze immer viel zu viel davon. Aber ich mag halt gerne saubere Felgen. So, die nächsten Steps wären ein bisschen laut. Erstmal alles grob abspülen, vor allem wegen den ganzen Steinen und so da unten. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Snowfoam und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, die ganze grobe Dreck ist schon mal ab. Felgen sehen auch schon deutlich besser aus, muss man sagen. Übrigens, nicht wundern, das hier wird alles noch schön gemacht. Dazu werden wir euch zeitnah noch informieren. Und ja, aber wie gesagt, ne? Reality, und das zeigen wir euch. Jetzt gibt es Snowfoam im Einhorngeruch, was sehr gut riecht. Also wenn Einhorn so riecht, dann würde ich gerne mal am Einhorn schnüffeln, ne? Gut. Toll. Jetzt wird abgesprüht. Dann wieder reingefahren. Ich sag, es ist so unfassbar warm heute. Puh, der erste Dallara ist sauber. Es ist so unfassbar warm. Ich glaube das gar nicht. Ich bin im Schwitzen wie nichts anderes. Na gut, jetzt muss ich das Auto einmal kurz komplett abtrocknen. Dann kommt er rein und dann geht der nächste raus. Übrigens, persönliche Empfehlung. So ein Drying Towel ist echt immer mega. Unser ist jetzt von Viamontes. Einfach top. Einmal sauber versus dirty. Schön sauber. Sehr dreckig. Ich muss leider die Felgen nochmal überarbeiten, denn wie man hier sieht, lagert immer noch Brake Dust drauf. Aber gut, dafür habe ich ein Mittel. Das kann ich gleich alles im Trocknen sozusagen erledigen. Bevor wir die Felge jetzt hier final sauber machen, wie man sieht, die sieht echt schlimm aus, haben wir ihn schon mal gepackt mit der Hilfe von Luis, dass ich auch wirklich gut dastehe. Machen wir jetzt erstmal den anderen Dallara fertig, der dann daneben kommt. Also, dass der hier so dreckig ist von außen, ist ja kein Problem. Alles gut, aber alles komplett dreckig hier oben. Ich glaube, die einzige Lösung dafür wird sein, einfach offen lassen und durch. Motorreiniger. Let's see. So, hier werde ich jetzt nicht viel mitfüllen, denn es wird nicht anders als beim anderen, außer dass der kein Dach mehr hat und da muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns, sobald er sauber ist. Wie man sieht, Motto war einfach rein da. Sonst geht der ganze Dreck am Ende nicht raus. Ich meine, das Ding ist 100% wasserfest. Werden wir jetzt testen, ob das stimmt. Sollte auf jeden Fall so sein. Ich muss übrigens mal kurz sagen, in der ganzen Zeit, die, was sind das jetzt, 2400, 2600 Kilometer, die wir gefahren sind, bis nach England und zurück und so weiter, gar kein einziges Problem mit dem Auto, ne? Also mit beiden, schon echt gut. So, ich war jetzt kurz in München übrigens. Er sieht relativ sauber aus jetzt, ne? Muss man sagen, Innenraum muss ich logischerweise noch machen. Aber deutlich besser als vorher. Wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze fertig ist. Aber schaut mal, was hier da ist. Unser VC-Kfz ist wieder hier am Start, was sehr, sehr cool ist. Ich glaube, ich werde euch später auch noch mitnehmen. Denn später fahren wir vielleicht noch eine kleine Runde Supra. Mehr dazu aber später. So, damit alles einfacher ist, stehen die beiden jetzt mal wieder zusammen hier hinten in der Dallara-Ecke sozusagen. Und zusammen, finde ich, sehen die einfach echt unfassbar gut aus. Jetzt benutze ich noch ein bisschen Dry Cleaner sozusagen, um den ganzen Rest rauszuholen. Hier vorne die ganzen Blätter kommen auch noch raus. Und halt ein paar Sachen, die einfach staubig sind, weil es unfassbar staubig ist. Aber das geht alles hiermit am besten. Deswegen wird das jetzt so gemacht. Innenraum muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber dann sollte das auch passen. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange das dauert, die beiden hier sauber zu kriegen. Also, mein Lieben, jetzt geht's rüber zu Flo. Mal gucken, was da abgeht. Auf jeden Fall die Supra mitnehmen. Das neue Giveaway von Left Lane sozusagen. Fahren wir erstmal rüber und gucken, was Sache ist. Und wir sind beim Folienservice 19. Sehr gut, oder? Noch nicht ganz fertig, wir zeigen euch auch noch nicht mehr. Sieht geil aus, ne? Viel besser. Ja, aber jetzt springen wir in die Supra
Und du fährst nach Hause? Ja. Das heißt, wir sehen uns morgen, ne? So, hier haben wir jetzt den Hobel, welchen wir heute benutzen werden. Einmal der wunderschöne Supra. Left Lane, ne? Und natürlich ein Rechtslenker, für mich ein bisschen Throwback zu meinen alten Mini-Zeichen. Das Ding werden wir jetzt mitnehmen. Ich glaube, nicht allzu lang wird er bei uns sein. Aber da der liebe Mowgli aktuell noch in den Staaten ist, passen wir mal kurz drauf auf. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sie angehalten wird. So, starten wir mal. Kurz alles laden lassen. Boah, schnurrt wie ein Kätzchen. Das muss man schon sagen. Das finde ich alles geil. Wenn das Boost Gauges hat, dann freut mich das sehr. Gut, dann fahren wir eine Runde. So, mein Lieben, unterwegs in der Supra. Ja, fühlt sich ziemlich cool an, würde ich mal sagen. So wirklich schön retro unterwegs. Sehr, sehr geil. Ja, was soll ich euch sagen? Wir sitzen in der Supra. Ist ja auf jeden Fall ein Bucketlist-Moment. Also danke, Mowgli, dass ich das Auto auf jeden Fall mal fahren durfte, auch wenn ich nur drauf aufpasse. Bucketlist-Moment, definitiv. Der Innenraum ist krass, wie clean der ist. Also wirkt nicht wie so ein altes Auto. War top im Schuss. Klar, ein paar Sachen geklüht an und so, aber man darf halt das Alter auch echt nicht vergessen oder unterschätzen. Aber ich kann nichts Negatives sagen. Also fährt sich echt gut. Ein bisschen Turbo-Sound hat man, obwohl er sozusagen Serie ist. Ja, macht definitiv Spaß. Jetzt kann ich sagen, dass ich einfach gefühlt fast ein Furious-Auto gefahren, wenn was cool ist. Und yeah. Also meine Lieben, beide Left-Lane-Autos zusammen, schon sehr cool. Definitiv eine Experience, das Ding zu fahren. Echt, echt cool. Beide sehen gut aus und ich hoffe, dass Mowgli happy ist. Der Tag ist für mich leider noch nicht ganz vorbei, obwohl es schon 21.06 Uhr ist. Es geht jetzt weiter mit dem Sprinter zu PPOV. Das kann ich dann nicht mehr filmen, denn er wird noch das Ding jetzt in Hamburg bringen. Und ja, genau. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mal wieder ein Day in the Life. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon haben wollt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, drückt die Glocke, kommentiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.